Willkommen zurück zu einer weiteren Folge zu Space Engineers. Wir waren stehen geblieben an der Bemalung unseres Rumpfes. Und ich denke mal, das setzen wir jetzt auch fort. Jetzt ist natürlich die Frage, wie male ich das Ganze am besten an? Dafür stehen uns ja auch mehrere Farben zur Auswahl. Am liebsten würde ich das Ganze ja schon irgendwie dunkel belassen. Aber das Gelbe ist mir gerade so in den Kopf geschossen und ich dachte mir, das kann man vielleicht hier oben dran setzen. Ich gehe mal jetzt hier runter, führe das fort jetzt hier mit unserem Gang. Jetzt habe ich mich verklickt oder was? So. Könnte sogar von einem Auto entstanden sein. Dieser Farbstrich. Hier oben. Da. An mir gefällt das nicht, dass das Ganze komplett komplett gelb ist. Jetzt mache ich mal eine Reihe noch schwarz. Was wieder etwas besser aussieht, meiner Meinung nach. Und das führen wir mal jetzt hier mal kurz fort. Ich komme immer auf den falschen Button. Ich muss den Knopf mal echt auf eine andere Taste legen, weil jetzt gucke ich mal, ob ich das echt mal hinkriege. So, was haben wir denn jetzt hier noch frei? Die Taste T hat keine Funktion. Bin ich der Meinung, ich schau mal kurz. Obwohl, nee, die hat, glaube ich, eine Funktion gehabt. Steuerung, wo waren das? Spiel, Steuerung. Allgemein. Navigation. Wir hatten T, glaube ich, schon benutzt. Hier sehe ich jetzt nichts. Use. Interact. Ah, richtig, das war. Haben wir G noch frei? Schauen wir mal. G haben wir G. G haben wir, glaube ich, noch frei. Oder auch nicht. Y oder X. Y. Ich glaube, Y können wir nehmen. Da kann ich dann die Farbauswahl reinsetzen, weil mich nervt das an, da ständig da hoch zu klicken. Next Color setzen wir auf. Hä? Ach nee. V auch nicht. B. Gut, ich habe jetzt einfach mal B genommen. Besser als gar nichts. Komme ich um einiges effizienter an die Taste dran. Jetzt muss ich mich natürlich noch wieder dran gewöhnen, bis ich das wieder im Gefühl drin habe. Ich werde wahrscheinlich immer noch wie verrückt nach oben klicken. Aber nach einer Zeit gewöhnt man sich dann auch daran. Der Thruster, der könnte eigentlich weg, der sieht irgendwie scheiße aus. Eigentlich.
So, B, genau. Funktioniert perfekt. Es geht um einiges schneller. Deshalb kann ich jetzt auch um einiges schneller hier wieder nachbessern. Ich habe jetzt nur nächste Farbe eingestellt, also auf die Taste B gelegt. Das heißt, wenn ich zurück möchte, das geht nicht. Aber man hat die Farben so schnell durchgeklickt, da ist das gar nicht unbedingt notwendig, das so einzustellen. Ja, so. Ich habe mir gedacht, hier vielleicht so eine schwarze, gefährliche Umrandung hier dran zu setzen. In der Hoffnung, dass der Gegner schon alleine vom Design eingeschüchtert wird und sich dann verdrückt. B, wir brauchen mal gelb. Ne, wir brauchen schwarz. Ne, da muss doch gelb hin. So. Und bei dem Schwarz, ja, wie mache ich denn das jetzt am besten? Hier wollte ich das Ganze ja, glaube ich, gelb machen. Ich finde dieses Schwarz und, na, komm. Was ist denn das? Dieses Schwarz und Gelbe gibt einen guten Kontrast. Hat irgendwas Gefährliches an sich. Schade, dass man auch keine Waffen benutzen kann. Das würde echt Fehls machen, wenn man hier irgendwelche anderen Schiffe komplett zerschießen kann. Das würde natürlich wahrscheinlich den Rechner auch erstmal schön in die Knie zwingen. Aber cool wäre es allemal. Nein, 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 nicht alles gelb. Ups, scheiße. Das war nicht geplant. Deshalb wechsle ich wieder mal zu grau. Mach hier mal wieder die Farben weg. So. Und, ach, da ist ja noch mehr. Komme ich jetzt nicht dran, ist mir so egal. Jetzt komme ich statt auf B jetzt erstmal immer auf C. Was natürlich nicht gewollt ist. Ich traue mich gar nicht, jetzt hier die Shift-Taste zu drücken, um ganz einfach die Farbe zu verteilen, weil man hat eben gesehen, irgendwie der macht das so, wie er will. Deshalb drücke ich doch lieber. Neue Nachricht. Wunderschön. Ja, hier ist natürlich irgendwas gerade nicht synchron. Da muss ich dann hier nochmal nachbessern. Und hier hinuntergehen. So. Damit das auch wieder passt. Eigentlich dürfte der hier nicht so offen von der Seite zu erkennen sein, weil wenn jetzt hier, sag ich mal, irgendwelche Laserschüsse direkt auf den Thruster von hier oben einwirken, dann ist der schnell mal von meinem Raumschiff gelöst. Wäre nicht gerade effizient, aber nun gut, was will man machen, außer das Ding nochmal einzugraben. Ach, Taste B. So, schwarz. Ich versuche es nochmal mit der Strange-Taste. Strange, ja, jetzt macht er wieder ganz andere Sachen. Schwarz. Das hier werde ich allgemein alles ein bisschen dunkel anstreichen, das werde ich rot belassen, dieser rote Strich. Sieht ganz nett aus, gefällt mir.
Ich denke mal, das gibt auch zum Schwarz dann auch wieder einen guten Kontrast. Der macht das immer so scheiß blockartig hier. Also das sind immer ein Block in jede Richtung mal, der das an. Das ist halt dann der Nachteil an dieser Funktion. Da muss man dann etwas aufpassen. Deshalb klicke ich jetzt hier auch einzeln hier rein. So. Jetzt hole ich erstmal wieder meinen roten Farbstift raus, um die Linie hier wieder zu vollenden. Und wenn ich mir das jetzt so anschaue, denke ich mal, kann man das so belassen. Ich habe schon Schlimmeres gesehen, also als erstes Schiff ist das eigentlich noch akzeptabel. Da habe ich schon viel schlimmere Sachen angestellt, die dann aussahen. Zum Beispiel bei Minecraft, da will man nur ein Haus bauen und was wird es am Ende? Ja, es wird ein Penis. War nicht gewollt. Meine Mitspieler dachten nur, Spotcop, dein Baustil ist sehr eigenartig. Jedem das seine. Aber ich habe es wieder geändert, weil das war auch gar nicht geplant von mir gewesen. Und habe das ganze Gebäude eingerissen. Zum Glück habe ich jetzt hier keinen fliegenden Penis in Space Engineers gebaut. Bin ich schon stolz drauf, dass mir das nicht widerfahren ist. So, also ich denke mal, so würde ich dann das Ganze aufbauen. Und so belasse ich das, denke ich mal, auch jetzt hier an dem Seitenflügel. Den gelben Strich lasse ich auch dran. Das Innere, das würde ich dann doch nochmal ganz gerne in eine andere Farbe setzen. Nur mal testweise, wie das mit Grün aussehen würde. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viele Farben reinbringe, dann sonst sieht das alles ein bisschen hier zu bunt aus. Aber auf Anhieb würde ich sagen, kann man so lassen. Jetzt versuche ich nur noch mal schwarze Streifen noch hier mit reinzusetzen, um noch mal den Kontrast zu verstärken. Und man sieht, ich gehe ja immer hier von diesen Huppeln aus und da setze ich dann den schwarzen Streifen rein. So. Hat sogar irgendeinen Flair, finde ich. Also irgendwie hat das was. Gefällt mir sogar. Könnte man sogar vielleicht hier hochziehen, das Grüne. Gefällt mir. Also kann man eigentlich so lassen. Ja. Gut, dann mache ich mal hier die Seiten schnell schwarz. Die Funktion ist ja nicht schlecht mit der Strange-Taste, aber es wäre schön, wenn er anzeigen würde, was man, also in welchem Umkreis man jetzt was anfärbt. Das zeigt der leider nicht an. Da muss man das jetzt so ungefähr im Kopf haben. Es geht also. Gibt Schlimmeres. Aber wäre trotzdem halt schön, diese Funktion zu haben. So, hier unten, das wollte ich, glaube ich, weiß machen. Obwohl, das ist ganz schön hell, ne? Dann ist ja doch grau eigentlich angenehmer. Aber dann sieht das wieder so aus, als ob ich was vergessen hätte anzumalen. Das ist auch wieder blöd. Aber wir machen es so. Wir setzen wieder mal hier. Ne, Quatsch, wir machen das mal rot. Und setzen hier schwarz an den Seiten dran. Ne, gefällt mir auch nicht.
Machen wir das mal so. Ja, so kann man es doch eigentlich belassen, denke ich mal, oder? Keine Ahnung. Erstmal den Rest anmalen. Die Feinarbeiten kann man sich ja später nochmal anschauen. Ja, hier oben erstmal. Ja, ich bin gerade ein bisschen hier einmal hin und her switchen. Ich weiß nicht so recht, wo ich jetzt nun was anmale. Mal da, mal da, mal da, wo es mich gerade hinzieht. Es gibt keinen festen Standort für mich. Da muss noch ein gelber hin. So, Strange Sub. So. 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 Hier haben wir jetzt frontalmäßig alles. Ne, Quatsch, hier oben fehlt's noch. So, das haben wir jetzt auch erledigt. Und jetzt können wir uns das nochmal anschauen. Was mich ein bisschen ärgert, dass die eine Seite ein bisschen länger ist und die andere ein bisschen kürzer. Naja, schaue ich mir vielleicht später nochmal an. Hier mache ich jetzt auch alles schwarz. Das Problem ist, im Innern des Schiffes wird es jetzt, glaube ich, auch schwarz, weil das habe ich, glaube ich, ja nur in einer Schicht. Also hier gibt es nur eine Lage von Blöcken und die innere wird dann auch schwarz. Was eigentlich nicht geplant war. Geht doch recht schnell hier eigentlich. Sind wir ja ruckzuck fertig. Und hier kann man auch, ich mache das jetzt auch alles mal hier schwarz, damit wir hier ein bisschen vorankommen. So, so, das geht dann hier alles ein bisschen schneller vonstatten hier. So, haben wir das auch schon wieder. Fertig, wunderbar, so muss das sein. So wünsche ich mir das. Und da habe ich wieder einen gelben anscheinend gelöscht. Und dann kann man ja auch noch Farbe in das ganze System reinbringen. Ja, welches System? Ich habe eigentlich gar kein System. Aber wie gesagt, irgendwie vielleicht hier noch ein paar Muster reinbringen. Man kann auch irgendwann, wenn ich noch Platz finde, einen Schriftzug setzen. Also irgendeinen Namen dem Schiff geben. Vielleicht einfach sowas wie ja, was könnte man nehmen? Vielleicht das LT-304-Schiff, -304, irgendwie sowas. Da weiß ich selber noch nicht, wie ich das am besten dann nenne. Oh, ich hab's aber auch manchmal hier. So, ich glaube, hier vorne haben wir die Farben soweit fertig. Und ich kann das Ding schon mal mit. Also, ich muss sagen, jetzt, wo es so langsam die Farbe erhält, hat das Schiff ja schon irgendwie Style. Wohlgemerkt. So, den Strich musste ich ja auch nochmal vollenden. Da unten der Block, der muss auch gelb sein. Und es dauert nicht mehr lange. Dann haben wir das Schiff fertig. Ich frage mich, wann das nächste Update kommt. Müsste eigentlich jetzt wieder bald ein kleines Update erscheinen. Die haben ja gesagt, das Ganze, wollte ich wieder auf die alte Taste klicken, dass sie wöchentlich bzw. alle 2 Wochen ein Update veröffentlichen wollen. Die Woche war ja noch nichts. Mal schauen, wann da was kommt. Wenn dann auch nur wahrscheinlich ein paar Bugfixes. Nichts Weltbewegendes, wo man sagen kann, wow, das ist ja der Oberhammer. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein.
von innen muss ich mir das Ganze dann ja auch nochmal anschauen. Wegen dem Anmalen. Aber erstmal von außen. Habe ich schon wieder den gelben Block? Also irgendwie. Der gelbe Block, der möchte nicht bleiben. So. Jo. Habe ich da wieder den roten. Habe ich auch wieder den roten Strich gelöscht. Setze ich mal ganz schnell dran. Muss ich gucken. So, habe ich. Wow, habe ich ihn sogar gekriegt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Könnte man hier jetzt noch irgendein Muster reinbringen? Schaffe ich das eigentlich? Oh, hier irgendwie hier was reinzuschreiben, mal testweise. Ah, die Blöcke sind zu kurz an dieser Stelle, um hier einen Buchstaben reinzukriegen. Ich kriege nicht mal ein B hin. Es ist ein bisschen... Nicht mal ein E kriege ich hin. Hm. Also hier kann ich schon mal keinen Schriftzug reinritzen. Naja. Ja, das war's auch schon mit der Folge. Wir haben uns ja hauptsächlich beschäftigt diesmal mit dem Malen. Beim nächsten Mal werden wir uns wieder mit dem Malen beschäftigen. Malen nach Zahlen. Leider sind hier keine Zahlen dran. Deshalb muss alles aus dem FF kommen. Und deshalb sage ich nur, bis zum nächsten Mal. Bye bye.